Ja, wie setzen wir den Baukasten für die Straßenabsicherung ein? Also ich mache das sehr real, damit der Teilnehmer oder der Azubi, der daran Interesse hat oder die Unterrichtseinheit genießen darf, relativ sehr plastisch mit Hilfe von Google Earth gehe ich als erstes hin und hole mir die Straße raus, die wir also brauchen oder die wir absperren wollen mit dem System. Das heißt, ich zoome mir jetzt die Straße einfach ran, wo wir jetzt hier absperren müssten. Ich nehme jetzt hier in Bonn mal den Bergdorfer Superplatz, eine stark befahrene Straße, wo wir jetzt einfach mal hier die Oxfordstraße zum Beispiel nehmen. Die ziehe ich mir jetzt hier so auf und dann kann man die ja oben im Bild ganz gut sehen. Und jetzt unterstelle ich einfach mal, dass an der einen oder anderen Stelle jetzt hier der Kanal zum Beispiel inspiziert werden muss. Und da gibt es ja die bekannten Regelpläne für. Und jetzt würde derjenige, der also da beschäftigt ist, sich den Regelplan raussuchen und müsste jetzt einfach mal darstellen, wie er diese Straße absichert. Dann würde man zum Beispiel das Montagefahrzeug nehmen, was in der Fahrtrichtung natürlich eingefahren wird. Dann hat man die Möglichkeiten, laut Regelplan die dementsprechenden Schilder vorzusehen, wie zum Beispiel Achtung Baustelle. Das würde man jetzt in einem gewissen Abstand davor stellen. Dann hat man hier vielleicht das Zeichen, was eventuell notwendig wäre zur Verengung der Fahrspur. Oder man muss die dementsprechenden Leitkegel setzen, dass man also die Baustelle auch noch absichert. Und das ist jetzt nur symbolisch gesagt. Also die Schilder, die man dafür braucht, muss man natürlich den Regelplänen innerorts, außerorts dementsprechend raussuchen. Und damit kann man sehr deutlich anhand der Straße, wo ich auch wirklich in der Fläche arbeite, zeigen, wie man eine solche Baustelle kurzfristig absichert.